Ich nehme an, dass die Kollegen technisch alle fertig sind. Begrüße Sie deshalb recht herzlich zum Statement vor der Sitzung der Fraktion Die Linke, gegeben durch den stellvertretenden Vorsitzenden Dietmar Bartsch. Wir haben die Themen Rentenkampagne, Rüstungsexporte und natürlich auch die Frage der Atomkraftwerke und des Atomausstiegs und des möglichen Deals mit der Atomlobby. Dietmar Bartsch hat das Wort. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Gregor Gysi befindet sich im Wahlkampf und deswegen werde ich heute das Statement vor der Fraktionsvorsitzung vornehmen. Henrik Thalheim hat angekündigt, die drei Themen, zu denen ich etwas sagen möchte. Das erste Thema ist der Rentenkompromiss, der in dieser Woche am Freitag verabschiedet werden soll. Es ist ja das erste relevante Gesetz nach 8 Monaten, was der Deutsche Bundestag vermutlich verabschieden wird. Es ist schon eine ganz schöne Zeit, 8 Monate nach der Wahl, dass die Bundesregierung nunmehr zu einem Ergebnis kommt. Bei anderen Dingen dauert das alles noch viel länger. Es ist sicherlich so einzuschätzen, dass es ein paar Schritte in die richtige Richtung geht, aber dass das Grundsätzliche für mehr Gerechtigkeit gerade bei den älteren Bürgerinnen und Bürgern so nicht realisiert wird. Wir kennen das so von der Großen Koalition. Es gibt ein bisschen Mindestlohn, es gibt ein bisschen mehr Aufnahme von Flüchtlingen und es gibt auch ein bisschen mehr Rente. Aber es ist halt so, dass ein bisschen wie bei ein bisschen schwanger nicht geht. Insbesondere geht das aus unserer Sicht nicht bei Ungerechtigkeiten gegenüber Seniorinnen und Senioren. Klar, auch wir sind der Auffassung, jeder Euro mehr für Mütter, die Kinder betreut haben, ist vernünftig. Aber ganz klar und eindeutig, Sie wissen das, es ist weiterhin so, dass unterschiedliche Geburtsjahre unterschiedlich behandelt werden. Das ist keine Gerechtigkeit. Wenn, dann ist es überhaupt nur ein Schritt in die Richtung Gerechtigkeit. Besonders kritisieren wir, und ich mache das nachhaltig als Haushälter, dass diese Reform letztlich aus den Rücklagen der Rentenversicherung finanziert wird. Es ist halt so, die 19 Milliarden, die da jetzt sind, sind in 5 Jahren weg. Was danach sein wird, das kann niemand beantworten, aber das ist dann eine neue Legislatur. Das ist allerdings kein nachhaltiges Wirtschaften. Wir sind weiterhin der Auffassung, dass es selbstverständlich aus Beitragsmitteln finanziert werden, aus Steuermitteln finanziert werden sollte. Richtig. Es ist auch so, dass natürlich wir der Meinung sind, dass diejenigen, die lange gearbeitet haben, also die abschlussfreie Rente ab 63, denen soll ein früheres Renteneintrittsalter gegönnt werden. Allerdings muss auch da gelten, dass diejenigen, die unverschuldet in Arbeitslosigkeit gekommen sind, etwa nicht ausgenommen werden könnten. Aber bei dieser Frage bleiben wir bei unserer Auffassung, dass das grundlegende Problem die Rente erst ab 67 ist und dass die jetzige, die ja abschlussfreie Rente ab 63 ist, nur für wenige Bürgerinnen und Bürger überhaupt so sein wird, sondern es wird nur einige Monate betreffen. Danach wird die Rente wieder auf 65 angehoben. Letztlich will ich kurz und knapp sagen, diese Rentenreform, ja, es sind Schrittchen in die richtige Richtung, aber die Bundesregierung geht mit dieser Rentenreform das grundsätzliche Problem der Altersarmut, das grundsätzliche Problem der dauerhaften, soliden Finanzierung nicht an. Notwendig wäre, dass es wirklich eine grundsätzliche Rentenreform in unserem Land gibt, damit das zukunftssicher gestaltet werden kann. Jeder kennt die Situation, dass immer mehr Menschen, auch jetzt schon, jedes Jahr werden es mehr, Grundsicherung im Alter beantragen müssen. Und das ist ein Zustand, der nach einem gelebten Leben in unserem reichen Land so nicht fortsetzbar sein darf. Und nicht zuletzt will ich betonen, dass der Unterschied Ost-West, den es ja weiterhin geben wird, wir kennen das bei der Mütterrente, den Erziehungszeiten für die Erziehung von Kindern, wird es im Osten weniger als im Westen geben, also 25 in den 70er und 28 etwas. Das ist 25 Jahre nach dem Mauerfall. Völlig inakzeptabel. Und da frage ich mich natürlich auch, wo da die Ostbeauftragte im Wirtschaftsministerium bleibt. Meines Erachtens hätte sie hier sehr deutlich sagen müssen, dass das so nicht geht. Wir werden auch weiterhin bei dieser Frage dranbleiben und das nicht akzeptieren. Zweitens zum Thema Rüstungsexporte. Wir werden in dieser Woche eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema beantragen. Das ist in der Logik auch der letzten Tage
und Wochen. Es wird also zu dem Thema Rüstungsexportgenehmigung der Großen Koalition gehen. Sie haben das sicherlich verfolgt, dass in den letzten Tagen insbesondere mein Kollege Jan van Aken hier mehrfach nachgebohrt hat. Auf Drängen von ihm musste das Bundeswirtschaftsministerium auch Zahlen zu den Rüstungsexporten vom Januar bis zum April vorlegen. Ja, da ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen, aber es ist besonders alarmierend, dass der Anteil der Exporte in sogenannte Drittländer zugenommen hat, also außerhalb von NATO und EU. Mehr als die Hälfte der Exporte ging in Länder wie Saudi-Arabien, Algerien und Brunei. Und das ist natürlich insbesondere Saudi-Arabien höchst problematisch. Die Genehmigungen sind alle von SPD-Minister Sigmar Gabriel erteilt worden. Die Fakten widersprechen auch den öffentlichen Bekenntnissen, die Herr Gabriel abgelegt hat. Hier muss die Bundesregierung Farbe bekennen, denn es gibt widersprüchliche Aussagen. Auf der einen Seite sagt Herr Gabriel, und das ist ein eklatanter Widerspruch, die jüngsten Exportgenehmigungen seien eine Konsequenz aus Entscheidungen vergangener Regierung gewesen und das hätte sie nur unterzeichnen müssen. Auf der anderen Seite hat Lothar de Maizière im April vor dem Bundesverfassungsgericht ausgeführt, dass die Rüstungszusagen der Bundesregierung nicht rechtsverbindlich sind. Also eine dieser Aussagen kann nicht stimmen. Und hier muss die Bundesregierung Farbe bekennen. Sie kennen die Position der Linken. Wir sind generell gegen Rüstungsexporte. Wir wollen, dass Rüstungsproduktion eingestellt wird. Öffentliche und private Gelder sollen in Richtung Konversion fließen. Und ein erster wirksamer Schritt wäre, dass Kleinwaffenexporte und von Waffenfabriken eingestellt werden. Herr Gabriel hat sich ja jetzt zu diesen elektronischen Dingen geäußert. Wenn das verboten werden würde, würden wir dieses sicherlich unterstützen. Ein dritter Punkt zu dem Thema Atomkraftwerke, wo ja zwar noch nicht so ganz genau klar ist, was passieren soll, aber die Pläne, dass es in eine öffentliche Stiftung überführt werden sollen, offensichtlich jetzt doch Kontur annehmen. Fakt ist, in den letzten Jahren haben die Energiekonzerne reichlich Profite gemacht. Es ist so, dass zwischen 2006 und 2010 RWE, E.ON und NBW 25 Milliarden Euro an Aktionärsdividenden ausgeschüttet haben. Und nun werden also bald die Kosten des Atomausstiegs zu schultern sein. Und da frage ich mich, wieso dann eine öffentlich-rechtliche Atomstiftung ins Spiel gebracht werden soll. Also es ist das Motto, dass erst eine Kuh, sprich die Atomkraftwerke, lange gemolken worden ist und dann danach ein Kuhhandel von den Energiekonzernen vorgeschlagen wird. Wenn es zu der Stiftungsgründung kommen soll, so ist zu vernehmen, dann würden die Konzerne auf Klagen gegen den Atomausstieg verzichten. Das ist das Motto, was wir von der Bankenrettung kennen. Chancen und Gewinne werden privatisiert und die Risiken und Verluste werden vergesellschaftet. Das ist so nicht zu akzeptieren. Wir erwarten von der Bundesregierung als Linke, dass sie diese Erpressungsversuche der Atomlobby zurückweist. Die Bundeskanzlerin sollte sich so äußern, dass es nicht wie jetzt Interpretationsspielräume in ihren Aussagen gibt. Zum Schluss will ich ganz kurz meine Hoffnung Ausdruck verleihen, dass möglichst viele am kommenden Sonntag von ihrem Recht zur Europawahl zu gehen und dort zu wählen Gebrauch machen. Das wäre sehr, sehr wichtig, um möglichst rechtspopulistische Parteien aus dem Parlament herauszuhalten. Das ist aus unserer Sicht sicherlich eine Selbstverständlichkeit. Wir gehen davon aus, dass die Europäische Linke mit ihrem Spitzenkandidaten Alexis Tsipras bei diesen Wahlen zulegen wird, dass es nach der Wahl eine stärkere Fraktion der Europäischen Linken im Parlament geben wird. Das ist angesichts des jetzt 10-jährigen Bestehens der Europäischen Linken, die ja von unter anderem Lothar Bisky und Fausto Bertinotti begründet worden ist, sicherlich ein hervorragendes Zeichen. Und ich hoffe natürlich, dass wir bei den Kommunalwahlen in Ost und in West sehr gute Ergebnisse erzielen werden. Dankeschön. Vielen Dank, Dietmar Bartsch. Gibt es Fragen? Bartsch, ob die Linke eine getrennte Abstimmung über das Rentenpaket, also über einzelne Teile des Rentenpakets, befürwortet oder ob sie dagegen ist oder wie Sie dazu stehen?
Wir werden in der Fraktion uns dazu abschließend verständigen. Im Fraktionsvorstand waren wir der Auffassung, dass es eine Gesamtabstimmung geben sollte, gehen allerdings auch davon aus, dass es getrennte Abstimmungen geben wird, weil schon, wenn es eine Fraktion beantragt, wird das so sein. Deswegen wird das nicht in der Hoheit der Linken sein. Wir hätten uns auch vorstellen können, das Rentenpaket als Ganzes abzustimmen. Darf vielleicht ergänzen, dass Aussagen aus den Reihen der Union, einen Antrag der Linken auf getrennte Abstimmung gäbe es bereits, falsch sind. Das ist falsch. Weil wir entscheiden sowas ja nicht vor der Fraktion. Das ist ja das. Herr Schärfer. Wann beschäftigt sich die Fraktion denn mit dem Beschluss des Parteitags zur Doppelspitze der Fraktionsführung? Also ich kann Ihnen sicher sagen, dass wir uns heute damit nicht beschäftigen werden und vermutlich auch nicht bis zur Sommerpause. Es gibt da auch keine neue Lage. Wir haben in der Fraktion in unserer Geschäftsordnung festgelegt, dass es eine Doppelspitze geben kann. Das ist schon jetzt so. Und wann wir da zur Entscheidung kommen, wir haben gewählt, das ist noch gar nicht so lange her. Und irgendwann wird es auch eine Neuwahl geben. Und da werden wir im Vorfeld vielleicht auch darüber reden. Das ist ja eine Aufforderung an die Fraktion und dabei soll es dann auch bleiben. Weitere Fragen kann ich nicht erkennen. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine spannende Woche mit sommerlichen Temperaturen.